Seit Montag, 8. März, laufen die Bauarbeiten für ein neues Familienzentrum an der Marburger Straße in Frankenberg-Eder. Zum offiziellen Spatenstich hatte die Stadt vor Ort Vertreter vom Landkreis, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Verwaltung, Träger, Architekturbüro und Baufirmen eingeladen. Ja, wir freuen uns natürlich hier in Frankenberg, dort wo im Moment viele Einfamilienhäuser entstehen, auch Mehrfamilienhäuser entstehen, den jungen Familien, die hier im Bauen sind, endlich die Möglichkeit zu geben, wohnortnah, nah an dem Eigenheim ihr Haus zu errichten und natürlich auch dort die Kinder zur Betreuung hinzugeben. Es gibt ein tolles Konzept für dieses Familienzentrum, sodass wir uns freuen, das im kommenden Jahr, also in 2022, einweihen zu können. Ich freue mich schon jetzt, die vielen lachenden Kinder hier springen zu sehen, turnen zu sehen und freue mich gemeinsam mit allen Beteiligten hier in Frankenberg etwas Schönes zu schaffen. Ja, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Ärztehaus, hier Familienzentrum. Der Landkreis ist auf einem guten Weg. Ja, das ist auch erforderlich. Wir müssen uns den Anforderungen des gesellschaftlichen Wandels stellen. Das eine Beispiel war die medizinische Versorgung, die wir aufs Land bringen müssen und entwickeln. Und das zweite sind Angebote für junge Familien. Die Gesellschaft hat sich verändert. Es gibt neue Anforderungen an die Kinderbetreuung. Wir brauchen Ganztagsbetreuung, wir brauchen flexible Öffnungszeiten. Deshalb brauchen wir zusätzliche Kindergartenplätze. Und hinzu kommt gerade hier in Frankenberg ein Bevölkerungswachstum und ein Zuzug von jungen Familien hier in die Stadt. Dadurch gibt es baulichen Fortschritt, aber dadurch gibt es auch Kinder, die Betreuungsplätze brauchen. Und der Aufgabe stellen wir uns und versuchen auch mit Bordmitteln des Landkreises und mit der Ausnutzung von Förderprogrammen des Bundes und des Landes, den Städten und Gemeinden und heute der Stadt Frankenberg auch Mittel zur Verfügung zu stellen. Damit hat sich die Frage nach dem Geld eben erledigt. Vielen Dank. Prima, hab ich ja Glück gehabt. So. Ja, DRK im Kreis Waldeck-Frankenberg, unheimlich breit aufgestellt in vielen Bereichen, nicht nur im Rettungswesen. Wie sieht es denn aus? Jetzt kommt wieder ein Kindergarten dazu in Korbach, am Kreishaus wird einer dazu kommen, andere Kitas werden erweitert. Wie schwer ist es für Sie, Personal zu bekommen? Also es ist so, in den Mittelzentren hier bei uns im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist der Bestand an Personal eigentlich relativ gut. Da kann man noch rekrutieren und um unsere konzeptionelle und pädagogische Arbeit umzusetzen, setzen wir darauf, dass wir die Führungs- und Leitungskräfte aus unseren bestehenden Einrichtungen heraus aus- und weiterbilden, die dann neue Einrichtungen übernehmen und um dieses Führungsteam herum dann das noch benötigte Personal zu rekrutieren. Und das funktioniert eigentlich bis dato noch ganz gut. Hier entsteht ja nicht nur ein Kindergarten, sondern ein Familienzentrum. Und das Deutsche Rote Kreuz ist ja jetzt schon tätig, zum Beispiel in der ambulanten Familienberatung. Das heißt, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die vor Ort beraten, Familien helfen, Familien. Ist das hier ein weiterer Anker, um auch Familien, die aus verschiedenen Gründen Probleme haben, hier eine gezielte Beratung anbieten zu können und auch Hilfe, das ist ja wichtig. Ja, definitiv. Sie müssen sozusagen eine Kindertagesstätte als Kernelement einer pädagogischen Arbeit ansehen und die kann ausstrahlen und soll auch ausstrahlen. Neben den ambulanten Angeboten, wie zum Beispiel die IFA für die Unterstützung von Eltern mit behinderten Kindern, aber auch die sozialpädagogische Familienhilfe, ist dieses Familienzentrum dafür gedacht, neben der Kinderbetreuung und der pädagogischen Arbeit, die an den Kindern den ganzen Tag vollbracht wird, auch das Umfeld mit einzubeziehen. Also Selbsthilfegruppen, Eltern-Kind-Gruppen, Sprachgruppen. Das soll alles quasi in das Familienzentrum mit heimgeholt werden und sozusagen eine Keimzelle des sozialen Gemeinwesens hier in diesem Bereich zu werden. Also Sie haben recht, wenn Sie sagen, das ist eine Verzahnung von sowohl stationären Angeboten, aber als auch ambulanten Angeboten im Bereich der Jugendhilfe, die sich in die Gesellschaft hinein öffnet. Das ist aus unserer Sicht zielführend.